Kennst du ihn, den alten Mann, von dem keiner weiß, woher er stammt? Abgeschieden liegt sein Haus am fernen Klippenrand. Totenlicht und blasser Schein leuchten in die Nacht hinein. Ein Glanz durchdringt die Fenster aus dem Haus des alten Manns. Minkos Stimme, begleitet vom schiefen Lautenspiel eines anderen Matrosen, schwebte wie eine kleine Motte durch die kühle Nachtluft. Das Mardermal hoch am Himmel spendete fahles Licht, aber die Besatzung des Flussschiffs drängte sich dennoch um kleinere Feuer, ohne dem Sternenwall über ihren Köpfen große Beachtung zu schenken. Die Wärme und das Licht zog sie an und sorgte dafür, dass sich alle Gespräche und Gesänge um diese kleinen Lichtinseln konzentrierten. Die Dunkelheit blieb außerhalb der Feuer zurück, umschlich sie wie ein dunkles Tier, das spielerisch die Klauen immer wieder nach dem tanzenden Lichtschein ausstreckte. Es war ein kleines Fass Bier geöffnet worden und die Stimmung war dementsprechend gut. Leowin von Elsternberge saß abseits des größten Trubels vor seinem Zelt, eine langstielige Pfeife in der Hand, und beobachtete das lebhafte Treiben rund um das Feuer. Er hatte sich vor einiger Zeit aus dem Lichtkreis zurückgezogen, nachdem der Käpt'n mit ihm eine Meinungsverschiedenheit gehabt hatte. Meine Mannschaft braucht etwas Entspannung und Ablenkung. Ihr könnt sie nicht alle als Wache einteilen, Herr von Elsternberge. Nun, ihr habt mir die Verantwortung für die Sicherheit übertragen, also kann ich auch die Matrosen zum Wachdienst einteilen, wenn ich es für nötig erachte. Beim Flussvater, wir waren schon so oft an diesem Anlieger. Hier verirren sich nie Piraten her. Wisst ihr, Herr von Elsternberge, gönnt euch doch auch mal eine kleine Auszeit. Melinka hat mich eh darum gebeten, euch früher aus eurer Pflicht zu entlassen heute. Wieso betrachtet ihr euch nicht ab sofort nur als normaler, zahlender Gast? Apropos Melinka, wo ist sie eigentlich? Sie ist schon zu Bett gegangen. Ich glaube, der Wein war doch etwas viel für sie. Naja, wie ihr meint, Kapitän. Euer Wort als Anführer zählt natürlich. Und wenn ihr mich aus meiner Pflicht entlassen mögt, sei es so. Schlaft gut, Herr Ritter. Und grüßt mir Melinka. Das werde ich, Kapitän. Ich wünsche eine grusame Nacht. Leowin seufzte schwer. Vielleicht hatte der Kapitän ja recht und sie waren sicher. Dennoch hielt er es für fahrlässig, weitestgehend auf Wachen zu verzichten und der Mannschaft diese Feierei zu erlauben. Aber nun war es ja nicht mehr seine Zuständigkeit. Also konnte er den Abend genießen. Sein Blick glitt durch die Lücke in der Zeltplane auf die tief und fest auf seiner Lagerstatt schlafende Melinka. Die junge Matrosin mochte zwar aufdringlich gewesen sein, aber Leowin mochte sie dennoch irgendwie, und zumindest für die Reise war sie eine angenehme Ablenkung in kühlen Nächten. Ein paar Tropfen Schlaftrunk im Wein hatten dafür gesorgt, dass sie ihm nicht zu unangenehm auf die Pelle gerückt war. Ein weiterer Zug und das Glimmen an der Pfeife beleuchtete Leowins Gesicht. So leise wie er konnte, erhob er sich und umrundete das kleine Zelt, um nach Hippolyta zu sehen. Das Pferd war in der Nähe der Bäume am Boden festgeflockt und graste friedlich im Schatten des Waldes. Was tun, Hippolyta? Auf dem Fluss gibt es kein Entkommen. Nein, wir sitzen eine Weile mit diesen Dörflern hier fest. Wer hätte auch ahnen können, dass sie mir nachfolgen? Eine solche Dummheit ist mir schon lange nicht mehr untergekommen. Und der Kapitän scheint auch nicht viel klüger zu sein. Er hat mich von meinen Pflichten enthoben. Hörst du, Hippolyta, mich? Ach, was soll's. Nein, schau mich nicht so an. Meine Schuld ist es ganz gewiss nicht. Ich war nicht zu streng mit den Matrosen. Wenn ich nicht auf sie achte, dann endet das wie damals im Finsterkamm. Aber hey, der Kapitän ist der Kapitän ist der Kapitän. Und dieser Ausreißer, ach. Nur weil sie beschlossen haben, mir nachzulaufen, heißt das nicht, dass ich auch noch Verantwortung für sie habe.
Sie sagen selbst, dass sie schon erwachsen sind, also sind sie für sich selbst verantwortlich. Ich werde ganz bestimmt nicht die Amme für sie sein. Du hast ein weiches Herz, Ippolita. Aber mein Entschluss steht fest. Ich werde ihnen nicht beispringen, weder dem Kapitän noch den drei Gören. Sie werden schon sehen, dass diese Welt keine freundliche ist und dass ein weiches und offenes Herz, wie sie es haben, einem nur im Weg steht. Sollen sie doch jemand anderen belästigen. Ich habe sie nicht darum gebeten. Und sobald wir den nächsten Halt machen, werden wir unsere Wege ziehen. Und sie sollen schauen, wo sie bleiben. Wenn Arvis es gut mit ihnen meint, finden sie vielleicht den Weg unbeschadet in ihr Dorf zurück. Ich verspreche dir, wir werden nicht länger auf dem Schiff bleiben als unbedingt nötig. Ich merke ja, dass du dich langweilst und ich zerbreche mir den Kopf über Dinge, die nicht mein Problem sind. Aber dem lässt sich für heute Abend durch einen Becher Wein und eine weitere Pfeife mit Sicherheit Abhilfe schaffen. Was hast du, Ippolita? Hörst du etwas? Leowin streichelte dem Pferd beruhigend über die Nüstern und spähte dann in die Dunkelheit zwischen den Bäumen. Ein paar Blätter raschelten im Nachtwind und irgendwo konnte er ein Käuzchen rufen hören. Er schüttelte den Kopf und ließ seinen Blick weiter streifen. Dabei erblickte er die drei Ausreißer, wie sie neben einem heruntergebrannten eigenen kleinen Feuer in ihren Schlafsäcken anscheinend eingeschlafen waren. Zwei der drei bewegten sich seit einiger Zeit nicht mehr, nur der dritte wälzte sich unruhig hin und her. Da fand wohl ebenfalls jemand keinen Schlaf. Ich liebe dich auch, Großmutter. Großmutter. Großmutter? Weißt du? Du hast die Augen deiner Mutter geerbt, kleine Vanya. 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 Vater Patras, was macht ihr hier? Hier. Hier. Hier? Ich dachte, ich hätte seine Freundschaft lange verloren. 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 Wir hätten es ihr sagen sollen, meine Liebe. Ich habe schon lange geahnt, dass sie sich allein auf den Weg machen wird. Was soll das heißen? Wieso dreht ihr mir den Rücken zu? Komm. Ich verstehe euch nicht. Was soll das bedeuten? Bedeuten. Seht mich wenigstens an. Was ist mit deinem Mund? Großmutter. Mutter. Sie kann dir nicht mehr antworten, Vanya. Taten haben Konsequenzen. Wach auf, Vanya. Du musst aufwachen. Wach auf, Vanya. Vanyas Augen öffneten sich schlagartig. Grobe Hände griffen nach ihr, packten sie und begannen sie in die Dunkelheit zu ziehen. Das war kein Traum mehr, das war real. Sie begann zu strampeln und zu kratzen. Dabei stieß sie mit dem Fuß immer wieder nach Aurea und Ektor. Aurea wurde von dem Rascheln geweckt
und sah gerade noch die schreckgeweiteten Augen von Vanya, als diese von zwei muskulösen Armen in die Dunkelheit gezerrt wurde. Vanya? Aurea sprang auf und hastete über das Lager von Ektor hinweg Richtung Gebüsch und stieß Ektor dabei unsanft mit den Stiefeln an. Aurea? Überfall! Ektor, Sie haben Vanya, wir müssen ihr helfen! Flusspiraten! Und mit diesem Ruf brach das Chaos im Nachtlager aus. Armbrustbolzen flogen und fällten die wenigen Wache haltenden Matrosen. Aus den Büschen stürmten vermummte Gestalten mit grobschlächtigen Waffen und martialisch aussehenden Gewändern. Überall entbrannten heftige Zweikämpfe. Flößer und Piraten prallten aufeinander wie die Wogen des Flusses. Kurz nachdem ihre Freundin strampelnd im Gebüsch verschwunden war, wurde dieses plötzlich von einer riesigen Gestalt durchbrochen. Diese schwang eine mit Nägeln durchsetzte grobschlächtige Keule hoch über dem Kopf. Unter dem mit Unrat und Fahnen verzierten Helm ragten dicke Zähne aus dem Unterkiefer der Gestalt. Ein Ork. Aurea sah sich verzweifelt nach etwas um, was sie als Waffe benutzen konnte. Ihre Augen fielen auf einen dicken Ast und sie griff mit beiden Händen danach. Und schon war der Ork heran. Die Keule sauste mit Wucht in Richtung Aureas Kopf. Reflexartig riss sie den Ast zur Abwehr nach oben und spürte die Wucht des Aufpralls und die Kraft des Schlages tief in ihre Glieder fahren. Sie spürte, wie ihre Hände taub wurden, und beinahe ließ sie den Ast fallen, als dieser mit einem lauten Knacken in zwei Teile brach. Entsetzt beobachtete Aurea, wie die Keule vor ihr in den Boden einschlug. Der Ork setzte nach und trieb der Zwergin seinen schweren Stiefel in den Magen, was sie zu Boden schickte. Ektor, Hilfe! Ektor! Ektors Blick war starr, auf das Gebüsch gerichtet, in dem Vanya verschwunden war. Den Angriff des Orks hatte er gar nicht richtig realisieren können. Es ging alles so schnell. Wie von ganz weit weg drang dann die Stimme an sein Ohr. Ektor, Hilfe! Langsam drehte Ektor den Kopf. Er sah, wie die schwarzpelzige Gestalt mit den irren Augen über Aurea kniete und ihre prankenartigen Hände wie Schraubstöcke um ihren Hals gelegt hatte. Das fiese Grinsen riss Ektor aus seiner Schockstarre. Dreckige Zwergen, stirbt endlich! Lass sie in Ruhe, du Ungeheuer! Der Ork warf Ektor einen brennenden Blick aus seinen kleinen, schwarzen Augen zu. Oh, Ektor! Die Pfanne! Wie in einer Art Trance blickte Ektor auf das herabgebrannte Feuer, über dem noch die Pfanne mit den Resten vom Abendessen hing. Er griff die Pfanne und blickte dann wieder zu dem Ork. Lass sie los! Das ist Bürsche. Bürsche, willst du mich damit füttern? Und dann holte Ektor aus. Das Krachen von Ästen und der Ruf des Käpt'ns riss Leovin aus seinen Gedanken. Er holte tief Luft, löste seine rechte Hand wieder vom Schwertgriff, wo sie unwillkürlich hingewandert war. Er blickte sich um und schlenderte zum kleinen Tisch vor seinem Zelt und ließ sich auf dem Stuhl davor nieder, während um ihn herum die Angreifer auf die Matrosen einstürzten. Er war des Kämpfens müde, und das hier war nicht seine Angelegenheit. Er war ja nur ein zahlender Gast und nicht mehr für die Sicherheit zuständig. Die Matrosen waren doch kampferprobt. Sie würden sich schon zur Wehr setzen können. Der Kapitän hatte ihn ja von seinen Aufgaben entbunden. Pech für sie. Nicht mehr sein Problem. Er lehnte sich zurück und überkreuzte auf dem Tisch seine Stiefel und nahm noch einen genüsslichen Zug aus seiner Pfeife, während er das Schlachtgetümmel betrachtete. Einer der Angreifer streckte mit einem gekonnten Hieb seines schartigen Säbels einen der Matrosen nieder. Leovin konnte die fauligen Zähne sehen, als der Angreifer ihn angrinste und sich dann
einen Kampfschrei auf den Lippen auf ihn zubewegte. Leovin seufzte, bewegte sich aber keinen Deut weit aus seiner gemütlichen Sitzposition. Na, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Vanya peitschten Zweige ins Gesicht und sie versuchte sich mit aller Kraft gegen die stinkende Hand auf ihrem Mund zu wehren. Aber wer auch immer sie da gepackt hatte, war einfach viel, viel stärker als sie. Sie fuchtelte mit den Armen und Beinen und versuchte dem Entführer in die Hand zu beißen, doch der dicke Lederhandschuh schützte ihn vor ihren Bissen. Ihr Herz klopfte wie wild, während sie versuchte, die kalte Panik zu unterdrücken. Der Fremde hielt sie fest umklammert und presste sie an seine Brust. Sie konnte den faulen Atem auf ihrem Gesicht spüren. Na, wen haben wir denn da? Ein hübsches Vögelchen habe ich mir aber gefangen. Mit dir werde ich sicher ganz viel Spaß haben. Komm, gib mir einen Kuss. Ekel, Angst und Wut kochten in ihr hoch. Gleichzeitig kehrte die kribbelnde Hitze wie damals in der Taverne in Vanyas Glieder zurück. Sie versuchte, sich auf dieses Gefühl zu konzentrieren, als sie abrupt in die Höhe gerissen wurde und den Boden unter den Füßen verlor. Ihr Angreifer hatte sie hochgezerrt, drehte ihr die Hände auf den Rücken und hiefte sie in dieser unbequemen Haltung an seinem massiven Körper hoch. Vanyas Arm brannte vor Schmerz und sie hoffte, dass ihre Knochen nicht brechen würden. Wild drehte sie den Kopf hin und her, doch sie konnte sich keinen Zentimeter rühren. Verzweifelt riss sie den Kopf zurück und stieß ihn auf die Nase des Piraten. Niemals, du Ekel! Widerspenstiges kleines Biest! Na warte, das werde ich dir noch austreiben! Ektor umklammerte die Pfanne mit festem Griff. Ich sagte, lass sie los! Die Pfanne traf den Ork hart und sein Kopf ruckte schwer getroffen herum. Ein ekelhaftes Knirschen war zu hören. Ektor hatte all seine Kraft in den Schlag gesetzt. Benommen lockerte der Ork seinen Griff um Aureas Hals. Das wusste die Zwergin auszunutzen und trieb dem Angreifer ihr Knie dorthin, wo es besonders weh tat, woraufhin er sie tatsächlich freigab. Lass Aurea gehen, du dreckiges Scheusal! Wieder und wieder hieb Ektor mit der Pfanne auf den Helm des Orks ein, der nun zur Seite wegkippte und Aurea somit endgültig freigab. Sie rollte sich von dem orkischen Angreifer weg, kam wieder auf die Beine und griff nach dem Wanderstab, der neben Vanyas Schlafsack gelegen hatte. Gib's ihm, Ektor! Währenddessen riss der Ork seine Arme zur Abwehr hoch und hielt den nächsten von Ektors Hieben mit seiner Pranke fest. Wuchtete sich ebenfalls auf die Beine und schubste den jungen Traviergeweihten von sich fort. Dann bückte er sich nach seiner Nagelkeule. Ich brech dir jeden Knochen einzeln und verfüttere dich stückchenweise an die Wölfe im Wald. Komm her, Schweinchen! Der Ork-Pirat schwang seine Keule in einem hohen Bogen auf Ektors Kopf zu. Instinktiv sprang dieser zur Seite und zischend sauste die Keule durch die Luft und riss die Stange eines Unterstandes aus dem Boden. Bevor er erneut ausholen konnte, sprang Aurea auf den Ork zu. Mit beiden Händen ließ sie Vanyas Wanderstab kreisen und hieb ihn hart in die Kniekehle des Orks. Ein dumpfes Stöhnen war zu hören und dann sackte dieser nach vorne weg. Ektor fand seinen festen Stand wieder, holte weit aus und die Pfanne traf den Ork erneut mit voller Wucht auf dem Helm. Wie eine Totenglocke hallte es über den Platz. Der Ork-Pirat kippte nach vorn über und musste sich sichtlich benommen mit den Händen abstützen, als sein Helm sich löste und davonrollte. Verdammten Kleinen! Ektor, kümmere dich um Vanya! Sie muss irgendwo da drüben sein! Und du legst mir nicht einmal deine pelzigen Griffel um meinen Hals. Mit Anlauf
und den Säbel über den Kopf schwingend, attackierte der Flusspirat den gemütlich sitzenden Leovin. Doch bevor die schartige Waffe den Kopf des Ritters tödlich treffen konnte, schwang dieser herum und nutzte den Stuhl als Deckung. Die Lehne barst unter dem brachialen Einschlag des Säbels, aber die Sitzfläche hielt stand. Vibrierend blieb die Klinge im Holz stecken. Leovin wuchtete den Stuhl samt darin steckenden Säbel zur Seite und riss dem verdutzten Angreifer damit seine Waffe aus der Hand. In einer fließenden Bewegung packte er den Flusspiraten mit der einen Hand am Handgelenk und verdrehte ihm den Arm brutal zur Seite, während er mit der anderen dessen Schulter blockierte. Der Schmerzensschrei des Piraten übertönte das laute Geräusch, mit dem Leovin ihm die Schulter auskugelte. Mit einem leichten, mitleidigen Blick betrachtete Leovin den Mann zu seinen Füßen. »Ich sagte doch, du sollst es lieber sein lassen.« Ein wuchtiger Tritt des Ritters beförderte den Piraten ins Reich der Boron-gefälligen Träume, und Leovin lauschte erneut dem Kampfgeräusch. Es schien so, als würde der Angriff hauptsächlich von der dem Fluss zugewandten Seite des Lagers erfolgen. Wahrscheinlich hatten sich die Piraten im Schutz der Dunkelheit auf improvisierten Flößen genährt. Er hörte, wie Stahl auf Stahl traf und dazwischen immer wieder Befehle von Captain Aslifson. Björn, rechte Flanke! Kunja nach links! Katja Tomko Lixe, sichert mit Minko die Ladung! Ei, Captain! Das Schiff ist sicher! Gerade die kantige und wuchtige Gestalt von der Smutje Kunja rauschte mit ihrem riesig wirkenden Fleischerbeil durch die Angreifer wie eine Berserkerin. Die ersten Piraten nahmen bereits vor ihr Reis aus. Und sogar der kleine Schiffsjunge Minko konnte erstaunlich gut mit dem Beil umgehen. Geschickt wich er Hieb um Hieb aus, nur um dann mit einem äußerst kompliziert aussehenden, über den Kopf geführten Schlag die Gegenwehr seines Gegners zu durchbrechen. Leovin hatte den kleinen Schiffsjungen immer belächelt, seit er an Bord gekommen war, aber anscheinend war er das Kämpfen genauso wie die übrige Besatzung gewohnt. Nach all dem zu urteilen, stand es gut für die Besatzung der Minostroy. Für einen Moment war Vanya schwindlig gewesen. Sie spürte etwas Warmes, Klebriges über ihr Gesicht rinnen und ihr linkes Auge war von einem rötlichen Film überzogen. Blut. Sie fing sich rasch wieder und versuchte, sich aus dem Griff zu befreien. Wo waren Aurea und Ektor? Warum half ihr niemand? Ektor! Der Fremde versetzte ihr einen Hieb in den Bauch, sodass ihr alle Luft aus den Lungen gepresst wurde. Erst als ihre Knie den Boden berührten, merkte sie, dass er sie losgelassen hatte. Dann war er auch schon über ihr und presste sie mit seinem Körpergewicht auf den Boden. Wieder begann sie zu bocken und zu kämpfen, aber er war viel zu massig. Es gab kein Entkommen. Sein Gesicht schwebte nur noch Zentimeter über ihrem. Als er sprach, sprühte ihr der Speichel ins Gesicht. Zieren tut sie sich auch noch. Du ahnst nicht, wie viel Spaß wir miteinander haben werden. Komm, gib dem lieben Onkel einen Kuss. Nein, lass mich! Wenn du mich anfasst, ich schwöre! Aurea! Ektor, Hilfe! Ektor blickte zu Aurea, die ihn jedoch nicht weiter beachtete, sondern mit einem zornigen und wuchtigen Schlag den Wanderstab auf dem Rücken des Orks sausen ließ. In diesem Moment schallte ein spitzer Schrei durch die Nacht. Vanya! Ektor wirbelte auf dem Absatz herum, folgte ihrer Stimme durch das dichte Gestrüpp. Was er auf der anderen Seite des Gebüsches sah, ließ ihn erschrocken die Luft einziehen. Ein grobschlächtiger Kerl hatte Vanya unter sich fixiert und versetzte ihr gerade einen derben Schlag, der ihren Kopf zur Seite rucken ließ. Vanya! Nein! Als der Pirat Ektor gewahr wurde, verpasste er Vanya noch eine Ohrfeige, sodass sie die Sterne sah, ehe er sich aufrichtete und ein langes Entermesser aus seinem Gürtel zog. Und wer bist du? Ihr Liebhaber? Wissen Sie retten? Das wird witzig. Komm her, zeig, was du kannst. Er machte eine auffordernde Geste und sein höhnisches Grinsen schien Ektor zu verspotten.
Ohne weiter nachzudenken, erhob Hector die Pfanne hoch über den Kopf und stürmte los. Rondra mit mir! Wie ein wilder Löwe stürzte sich Hector auf Vanyas Peiniger und teilte Hiebe in dessen Richtung aus. Er spürte ein brennendes Reißen an seiner Seite, als der Pirat kurz bevor ihn Hector erreichen konnte, einen Hieb vollführte. Doch Hector ignorierte ihn, dachte nicht weiter nach, sondern nutzte seinen Schwung, um dem Piraten einen wuchtigen Schlag nach dem nächsten zu verpassen. Mit einem klirrenden Geräusch prallte dann aber die Pfanne auf die Klinge des Entermessers, die der Pirat zur Verteidigung hochgerissen hatte. Mit aller Kraft stemmte sich Hector gegen die Klinge und schaffte es, sie zurückzudrücken. Ein überraschter Ausdruck erschien auf dem Gesicht des Piraten. Der Bengel war verdammt kräftig, aber unerfahren. Seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen und dann spuckte er Hector mitten ins Gesicht. Instinktiv wich der Novize zurück. Das Kräftegleichgewicht zerbrach, was der Pirat umgehend ausnutzte und sein Entermesser befreite, um erneut zuzuschlagen. Dieser Schlag würde ihn treffen. Verzweifelt erhob Hector zur Abwehr die inzwischen deutlich verbeulte Pfanne vor sein Gesicht. Gnädige Herrin Travia, hilf mir, das werde ich nicht überleben. In diesem Moment blickte der Pirat ungläubig nach unten und ließ dann vor Schmerz das Entermesser fallen. Sein linker Fuß war durchbohrt von einem kleinen gebogenen Messer, welches Vanya unter ihrem Rock hervorgezogen und ihm mit aller ihrer letzten verbliebenen Kraft in den Spann getrieben hatte. Bis zum Heft steckte es im Fuß des Piraten. Diese Ablenkung war ausreichend. Das letzte, was Vanyas Peiniger sehen konnte, war Hectors Pfanne, die mit voller Wucht geschwungen sich auf sein Gesicht zubewegte. Der Ork war wieder Herr seiner Sinne. Er kam auf die Beine, griff sich erneut seine grobschlächtige Keule und nahm nun Aurea ins Visier. Mit großen Schwüngen trieb er sie vor sich her. Seine Keule kam ihrem Gesicht deutlich näher, als ihr lieb war, aber zum Glück war diese Waffe nicht nur schrecklich anzuschauen, sondern auch träge und zu kurz. Geschickt sprang sie zur Seite, traf ihn ihrerseits mit dem deutlich längeren Stab in die Rippen, worauf er vor Schmerz und Wut aufheulte. Seine Attacken nahmen an Heftigkeit zu und brachten sie immer mehr in Bedrängnis. Wie konnte dieses schwarzpelzige Wesen nur all diese gezielten Schläge mit dem Stab einfach wegstecken? Aurea musste Schritt um Schritt zurückweichen, bis der Ork sie an den Rand des Flusses getrieben hatte und ein weiteres Zurückweichen nicht mehr möglich war. Ausgerechnet das verfluchte Wasser. Aurea versuchte sich unter dem nächsten Hieb des Orks wegzuducken, um ihm seitlich zu entkommen. Doch unterschätzte sie den schlammigen Boden des Ufers und rutschte weg. Die Nägel der Keule zerrissen den Stoff von Aureas Kleid und hinterließen blutige Furchen auf ihrem Arm, wo sie die Keule gestreift hatte. Die Wunde brannte wie Feuer und schürte Aureas Zorn nur noch weiter. Sie holte weit aus und ließ den Stab mit voller Wucht auf die Knie des Orks niederfallen. Es erklang ein knirschendes Geräusch und endlich ging ihr Kontrahent zu Boden. Noch einmal setzte sie zum Schlag an, schlug ihn so heftig auf den Kopf, dass der Stab eigentlich hätte zerbrechen müssen, doch das tat er nicht. Stattdessen brach der Schädel des Orks, und dieser blieb reglos zu ihren Füßen liegen. Schwer atmend hielt sie sich den verletzten Arm und schaute sich nach Hector und Vanya um, und dann hörte sie den Schrei. Leowins Blick wanderte in die Richtung, in der sich die jugendlichen Ausreißer niedergelassen hatten. Er stutzte. Sie waren verschwunden. Stattdessen konnte er als Schatten gegen den Feuerschein zwei Gestalten sehen, die in einem Kampf verwickelt zu sein schienen. Die kleinere der beiden war ziemlich sicher die naseweise Zwergin, die nun anscheinend getroffen wurde. Er runzelte die Stirn. Sein Vorsatz, sich nicht einzumischen, geriet ins Wanken. Das hier war etwas anderes. Die drei waren ja fast noch Kinder. Auch wenn sie etwas anderes behaupteten. Und ganz sicher hatten sie noch nie in ihrem Leben einen bewaffneten Kampf ausfechten müssen. Er richtete sich auf und zog den Säbel aus dem Stuhl und schwang ihn ein- oder zweimal prüfend vor sich her,
als eine Piratin aus dem Schatten des Zeltes zu seiner Rechten auf ihn zustürmte. Mit einer gekonnten Ausfallschrittbewegung ließ er diese ins Leere laufen, kreiselte herum und schwang seinen Säbel mit der flachen Kante gegen das Genick der Angreiferin. Diese kam dadurch aus dem Gleichgewicht und prallte schwer zu Boden. Sofort setzte der Ritter nach und verpasste der Piratin einen gezielten weiteren Schlag gegen den Hinterkopf. Ächzend verlor diese das Bewusstsein. Dann plötzlich bewegte sich die Zeltplane von Leovins Zelt zur Seite. Oh, was ist hier los? Ah! Leovin! Was? Oh, in den Zwölfen! Oh nein, ein Angriff! Leovin, Hilfe! Ganz ruhig, meine Liebe. Alles in Ordnung. Der Kapitän hat das im Griff. Hier, nimm den Säbel. Pass mir auf dich und auf die zwei schlafenden Halunken hier auf. Ich schau mal nach den anderen. Zwei Halunken? Leovin, bleib hier! Der Säbelgriff ist ja widerlich. Keine Zeit, Melinka. Ich muss los. Die Neuen brauchen Hilfe. Aber... Ektor war gerade dabei, Vanya aufzuhelfen, als Aurea aus dem Wald stolperte. Suchend blickte sie sich um und die Erleichterung auf ihrem Gesicht sprach Bände, als sie die beiden im Dunkeln entdeckte. Vanya, Ektor, geht es euch gut? Ja, bei Travia. Oh, kaum haben wir Anru verlassen, schon werden wir angegriffen. Oh, ja, alles in Ordnung, glaube ich. Ich weiß, wie man mit einer Pfanne umgeht. Ah, ich habe die Schelle meines Lebens bekommen, aber ansonsten geht's mir gut. Was ist mit dir? Es tut ziemlich weh, aber ich glaube, es ist nicht sehr schlimm. Die Nägel haben mich nur gestreift. Die drei standen im Kreis und schauten sich an. Ektors Miene zeigte eine Mischung aus Erschrecken und auch ein klein wenig Stolz. In Vanyas dunklen Augen lag ein gewisses Funkeln und ihre Wangen waren nicht nur von dem Schlag gerötet. Aureas Gesicht war von wirren Haarsträhnen umrahmt und sie hatte offensichtlich Schmerzen, aber gleichzeitig konnte man ein gewisses euphorisches Leuchten sehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal in einen echten Kampf geraten. Wir erleben wahrhaftig ein Abenteuer. Auf einmal sah Aurea, wie sich Ektors Augen vor Schreck weit öffneten, während er über ihre Schulter blickte. Sie wollte etwas sagen, aber da spürte sie einen Luftzug und unsanft wurde sie beiseite gestoßen. Mit einem unangenehmen Geräusch schrappte Metall an Metall entlang und Ektor und Vanya konnten sehen, wie Leovin von Elsternberge mit seinem Schwert die Axt eines Angreifers abwehrte, die genau an der Stelle einen Bogen durch die Luft zog, wo sich vor Sekunden noch Aureas Hals befunden hatte. Leovin war kurz hinter Aurea durch die Büsche getreten und war tief in seinem Innersten erleichtert gewesen, als er gesehen hatte, dass der etwas ungelenke Junge und das dürre, schöne Mädchen allem Anschein nach wohl auf waren. Sie hatten wohl etwas mehr Glück als Verstand gehabt. Er wollte sich gerade wieder unbemerkt davonmachen, als er einen Schatten bemerkte, der sich den Dreien von hinten näherte. Das Licht des Madamals blitzte auf einem Blatt der Axt, die diese Gestalt trug. Und ehe er sich dessen recht bewusst geworden war, war er schon reflexartig nach vorne getreten, hatte die Zwergin mit einer geschickten Drehung aus dem Gefahrenbereich gestoßen und hatte die Axt mit seinem Schwert abgefangen. Der Flusspirat war sich seines Erfolges sicher gewesen und geriet nun ins Stolpern. Leovin nutzte dies und rammte ihm den Griff seines Schwertes heftig in den Nacken, sodass dieser zunächst einen Sekundenbruchteil stehen blieb, dann aber wie ein gefällter Baum zu Boden fiel. Leovin steckte sein Schwert mit der gekonnten Bewegung, die er gewohnt war, zurück in die Schwertscheide, zog die völlig verdatterte Aurea wieder auf die Füße hoch und sah die drei erschrockenen Gesichter, die ihn anblickten. Das war knapp. Fast wäre eure Freundin noch kleiner geworden, als sie ohnehin schon ist. Vielleicht versteht ihr nun, warum ich so abweisend war und euch wieder nach Hause schicken wollte. Abenteuer klingt toll, wenn man sie in Büchern liest oder die Geschichten darüber liest, weil die unschönen Dinge dabei meist verklärt werden und die Gefahr heruntergespielt wird. Er bückte sich kurz und tastete nach etwas zu seinen Füßen. Als er sich wieder erhob, hatte er eine Strähne von Aureas unverwechselbaren Haaren in der Hand. Ist euch auch nur ansatzweise klar, wie scharf eine Waffe sein muss, um so etwas zu Wege zu bringen?
Wahrscheinlich hättest du es nicht einmal wirklich gespürt, wenn er dir damit den Kopf abgetrennt hätte, was die Sache nicht besser macht. Ich habe mir vor langer Zeit geschworen, mein Schwert nicht mehr zu ziehen, um damit Blut zu vergießen. Zu viele Schlachtfelder sind mein Zuhause gewesen. Wenn ich euch erlaube, mich zu begleiten, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich diesen Schwur brechen muss, da ich dann für euch verantwortlich bin. Die Welt ist gefährlich und brutal. Ich werde euch nicht immer beschützen können. Besser ihr kehrt nach Hause zurück und lebt euer Leben, statt es viel zu früh in dem Unrat einer Gasse auszuhauchen, nur weil jemand hinter eurem geringen Besitz her gewesen ist. Leowin wirkte auf einmal um Jahre älter, als es in der Taverne der Fall gewesen war. Es schien so, als wolle Aurea etwas erwidern, doch dann schnellte sie wieselflink nach vorne, zog Leowins Dolch aus seinem Gürtel und reflexartig versuchte der Ritter sein Schwert zu ziehen, um sich gegen den plötzlichen Verrat zu wehren. Doch ehe er es ganz aus der Scheide gebracht hatte, rammte die Zwergin ihn grob beiseite und stieß den Dolch tief in die Kehle des Piraten, der Vanya angegriffen hatte. Dieser war, während Leowin gesprochen hatte, wieder zu Bewusstsein gekommen, hatte sich aufgerichtet, sein Entermesser ergriffen und war im Begriff gewesen, Leowin von hinten zu erstechen. Der Mann gab ein widerlich gurgelndes Geräusch von sich und kippte wie in Zeitlupe nach vorne. Angewidert starrte Aurea auf das Blut auf ihrer Hand und wischte sie dann am Rock ab. Ihr habt recht. Die Welt ist gefährlich. Man sollte immer darauf achten, dass einem der Rücken gedeckt wird. Danke für diese Lektion. Der Ritter blickte entgeistert von der Zwergin zur Leiche zu seinen Füßen und wusste nicht so recht, was er sagen sollte. Sein Blick glitt immer wieder von ihr zu dem Schwert, das er zur Verteidigung gezogen hatte. Verdammt, was hatte er gerade tun wollen? Gerade als es so schien, als würde er seine Sprache wiederfinden, wurde er von Vanya unterbrochen, deren Blick in der Zwischenzeit zu Ektor gewandert war und der aufgefallen war, dass etwas mit ihm überhaupt nicht in Ordnung war. Er war bleich und stand auf wackelig wirkenden Beinen und seine Geweihtenrobe war rechts auf Brusthöhe zerrissen. Eine rötliche Flüssigkeit sickerte unter dem Gewand hervor. Ektor, du blutest ja!